So, meine lieben Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu Zelda, zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Ja, wir wollen den Spieltitel auch würdigen. Ja, in der letzten Folge haben wir letzten Scheiß erledigt und sind jetzt im letzten Tempel angekommen. Und der Tempel wird nochmal sehr lustig. Ich bin gespannt, wie lange der dauert. Das Interessante ist, dass wir uns schon mal gleich eine Truhe holen können, in der schon mal gleich ein Schlüssel-Item drin ist, nennen wir es so. Nämlich die allerletzte Dungeon-Karte. Und wir sehen, der Tempel besteht nur aus 8 Räumen. Und wenn ihr dieses Muster da seht, dann könnt ihr euch vielleicht schon denken, was wir jetzt hier machen müssen. Bitte, ich habe dir was zu berichten. In diesem Gebäude befinden sich 3 Quellen heiliger Energie, die 3 Fragmente des Tribe Wars. Ich glaube, du hast den nicht die Grafikspur auf der Karte mit markiert. Mit Dreieck. Oh mein Gott, PlayStation. Okay, und zwar. Kann ich darauf? Nö. Und zwar ist der Tempel nicht lang, aber nochmal richtig schön knifflig. Und ich habe ein bisschen Lust drauf, ja. Rätseln. Dabei. Da raste ich nicht unbedingt bei aus, wenn ich ein Rätsel nicht checke, ja. Sowas wie Porte oder so. Dann bin ich zwar irgendwann verzweifelt, aber ich raste nicht aus. Schon mal ein Anfang. Alles klar. So, wir müssen nämlich. Oh, jetzt habe ich schon gespoilert. Karte. Ja, hier schön Räume und so. Und wir sehen, hier ist jetzt eine Tür. Aber da kommen wir nicht rein. Wenn wir auf die Karte gucken, da geht es auch nicht lang. Da ist ja gar nichts. Wir können jetzt nämlich richtig schön diese 8 Kacheln umherschieben. Wir können es einmal so machen. Und dann verschieben sich die Räume. Cool, ne? Ja. Ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall müssen wir jetzt halt ein bisschen nachdenken. Und das so verschieben, dass wir auch alles hier schaffen. Und in dem Raum, in dem wir jeweils drin sind. Ja, Figur. Und der Raum, in dem wir jeweils drin sind, den können wir nicht bewegen, würde ich sagen. Ich überlege gerade, ob ich. Ach nee, das bringt ja auch nichts, ich Idiot. Es müsste schon der da sein. Warte mal, zack, zack. Ah, den müsste ich jetzt den bewegen. Ah, scheiße. Okay, dann geht das wohl noch nicht. Dann mache ich mal. Dann kann ich ja ruhig mal einen Raum weitergehen und kann das dann von da regeln. Ich glaube, wir haben in jedem Raum so eine Möglichkeit. Gib mich, ich habe dir was zu berichten. Aus dem Sinne, das zu dem Kobalt scannen. Ja, ist okay. Ja, okay. Ist okay. Ist okay. Die Schilder sind in dieser Kontrolle wegen. Hatte ich vor, Fei. Glaubst du oder glaubst nicht? So, natürlich sind die Räume auch nicht einfach nur so dahingestellt. Ja, wir müssen natürlich auch ein bisschen. Es sind nämlich nochmal ein kleines Revue der ganzen Tempel. Finde ich ganz witzig. Ich hoffe, dass ich hier auch die Stelle verändern kann. Vogelstatue. Ah, ich kann das nur in den X-Räumen, sehe ich gerade. Ach so. Okay, Moment, dann gehe ich nochmal raus. Dann habe ich eine Idee. Bringt ja nichts, wenn wir das einfach nur so hin und her schieben. Dann müssen wir wieder zurück. Dann muss ich nämlich den anderen X-Raum dann mal eben schnell hinschieben, weil das sollte eigentlich kein Problem sein. Der war doch auch unten geöffnet, ne? Ja. Dann können wir jetzt nämlich mal. Warte mal. Der Raum nämlich, genau. Machen wir mal so und so und so und so und so und so. Und dann können wir das Ding schon verschieben. Jetzt kann ich aber nur noch den bewegen, ne? Ich kann sogar theoretisch. Guck mal einer an. Ich kann sogar mir das Triforce hier schon holen. Finde ich angenehm. Dann mache ich das erstmal und bewege es dann nochmal so wie eben. Ja, ich hoffe, das funktioniert jetzt einfach so ohne Probleme. Oh, da brauche ich einen Schlüssel. Oh nee, bitte nicht, dass ich jetzt auch noch einen Schlüssel aus den anderen Räumen holen muss. Boah. Ist lange her, ne? Ich muss mich auch erstmal hier wieder finden, ne? Ich muss mal wieder verstehen, was hier ab. Bitte was? Achso, wollte schon sagen. Weil mir der gleiche Raum war, stimmt, den habe ich ja gar nicht bewegt. Ich bin ein Arschloch. Bam. Bam. Oh. Bam. Ja. Nee. Oh mein Gott, müssen wir hier. Warte mal. Muss, glaube ich, gerade die Ultra-Kombo rausholen. Bäff. Wir müssen von der Peitsche da ranspringen. Die Peitsche. So ein Lokal bei uns in der Nähe heißt die Peitsche. War hier, glaube ich, noch nie drin. Ach.
Okay. Ist okay, Link. Da sage ich ja gar nichts gegen, ne? Ist ja okay. Wenn du eine andere Schwungart präferierst, Link, ja? Ich verurteile dich dafür nicht. Alles, oh, alles klar, würde ich sagen. Ja, du kannst mir... Bitte was? Bitte was? Ich wollte gerade sagen, du kannst mir nicht egal sein, aber scheinbar doch nicht. Ja, bam. Boah, ne. Zack, so, das wollte ich, dankeschön. So. Achso, ich muss mich rangreifen. Okay. Weißt du, was ich dich da vielleicht... Ja, so. Zack. Boah, sofort tot, ey. Muss ich glaube ich auch schnell sein. Damit ich nämlich, während sich das hier rumdreht, nicht irgendwelche Scheiße baue. Okay, muss ich scheinbar... Moment. War es aber nicht geplant? Ach, da. Ich wollte sagen, wo muss ich hin? Toll. Kann ich sogar drin stehen. Cool. So, was hat er denn mit Bomben auf sich? Das war irgendwie merkwürdig. Ach, ich glaube, ich musste. Ja, ja, genau. Ich muss hier nämlich eine Bombe greifen. Am besten ohne, dass ich da sofort gegenfliege. Ja, genau. Ich muss da einmal einen Selbstmordantat machen. Boom. Das darf ich schon dreimal machen. Cool, ne? Aber Glück habe ich hier auf Level gegeben, weil der fliegen kann. Also der schneller fliegen kann. Oh! Ach, ich habe alle drei dabei gekillt, merke ich gerade. Achso, wahrscheinlich, weil ich in die Mitte geworfen habe. Da muss man einfach mal klug sein. Ich hatte gerade schon die Angst, dass ich das Spiel nicht schaffe. So. Aber schön, wie hier nochmal die ganzen Items zu tragen kommen. Zum Teufel. Muss reichen! Oh mein Gott. Okay. Hey. Kann mir. Ah, wenigstens kann ich mir eine kleine Abkürzung schaffen. Alter, Link, bist du kacke? Jetzt lauf doch hoch. Wenigstens kann ich mir eine kleine Abkürzung schaffen. Das ist schön. Und vorne kann ich hier mal wieder ein hübsches Liedlein trällern. Warum schon nicht, Mann? Ich brauche hier die scheiß anderen Dinger. Die, ne? Ihr versteht schon, was ich meine. Nehmen wir wieder Allzweck. Allzweck mal Gegenstand Rubine. Schön, wie das Video bis immer funktioniert, wie ich mich bisher noch nicht einmal vermalt habe. Verzeichnet! Nicht vermalt. Ich hasse es selber, wenn Leute malen und Zeichen verwechseln. Mann! Ah, jetzt habe ich selber getan. So, Triforce Nummer Uno. Kommen Sie zu mir. Bitte. Dann muss ich gleich wieder zurücklaufen, ne? Oh mein Gott. Okay, ich hoffe, das funktioniert hier einfach so ohne Probleme. Und hier werde ich einen Schlüssel benötigen. Bitte, Siege, bitte. Ja, ist okay, Mann. Die Flammen auf dem Boden sind Flammen von Farore. Ich würde die Matte schon mal, was sie von ausgeht. Ja, ist okay, Mann. Ich weiß, dass ihr einmal so was noch. Ich schlage vor, durch diese Tür zu gehen, um heilige Wappen zu erreichen. Um heilige Wappen zu erreichen, ja. Hatte ich vor, Fei. Glaubst oder glaubst nicht? Aber ich merke gerade, oh scheiße, wo ich einen Schlüssel war. Oh, Shitting, würde ich sagen. Das war schon mal ein Reinfall. Abkürzung, aber macht nichts. Ich habe ja den Raum hier gelöst, nicht wahr? Das heißt, wir haben uns schon mal eine kleine Abkürzung geschaffen. Ja, ist ja auch nicht verkehrt. Das heißt, ich werde das auch mal alles umbewegen und werde dann mal andere Wege nehmen. Boah, das ist echt eine Abkürzung. Das wünsche ich mir öfter mal. Ich hoffe, das ist bei Einräumen so. Das wäre schön. Okay, coole Stätte, cooles Altar. Dann hatte ich den da genommen, ne? Ja, genau. Dann kann ich das nochmal umstellen. Dann kann ich das nochmal umstellen. Kann ich nicht. Oh, fuck. Das geht auch nicht, ne? Wenn ich die jetzt nochmal irgendwie umtausche.
Ja, ich kann die nicht umtauschen. Ja, ist okay. Ach komm, ey. Spiel, geh mir nicht auf die Eier. Mach ich's halt so. Kann es von da nochmal umändern. Ist okay, ja. Ich beschwere mich nicht. Ich möchte einfach nur einen scheiß Schlüssel haben. Am besten vielleicht drei. Wahrscheinlich brauche ich drei. Für jedes Triforce eins. Würde ich mal behaupten. Ah, jetzt kann ich hier abkürzen, das ist schön. Ja, ich habe sehr oft gesagt, dass es schön ist, glaube ich. Aber so, jetzt, oh mein Gott, ich habe eine Antwort erhalten von der Nachricht, die ich im letzten Part noch geschrieben habe. Das ist gut. Ich habe eine positive Antwort gekriegt. So, komm zu Daddy, komm zu Daddy. Aha. Das sieht ja vielversprechend aus. Oh mein Gott. Rübsen muss ich die ganze Zeit. Ach du Scheiße, gehen sie weg. So. Hochprofessionell. Na ja, komm hier. Kannst du mir am Arsch lecken? Ja, ich hab mein Hühnerschild. Der macht die einfach kaputt, ja? So einfach ist das. Bäm, bäm. Na komm, mach. Hey! So, danke schön. Mehr wollte ich doch gar nicht. Danke schön. So, ich gehe davon aus, dass das Ding jetzt die Leiter hier aktiviert hat. Dass sie sonst einfach kaputt wäre. Alter, aber ja, doch nicht. Ja, ja, gerade so die Kante getroffen. Ach, fick dich doch in A. Aha, okay. I got that. Reference. Ich muss nämlich genau darauf legen. Dann passt es nämlich. Da. Knack. Aha. Der hat noch recht humane Rätsel hier, ne? Ich merke schon, es geht. Ach so. Einmal durchwerfen, bitte. Okay, ich kann die Leiter doch benutzen. Glück gehabt. Ist auf jeden Fall cool gemacht. Muss ich hier mal ganz ehrlich sagen. Mhm, da muss der jetzt, glaube ich, darauf. Ich erinnere mich hier gerade noch so ein bisschen dran. Erinnert ihr euch noch an das Ultrasuchti-Gebiet? Das ist gut möglich, dass dieses Ultrasuchti-Gebiet, was ich mal angesprochen habe, auch hier drin ist. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Wer hätte das gedacht? Irgendwie habe ich das noch ein bisschen vermisst, ne? Ich habe zwar einmal gesagt, da ist es, als wir einmal da, ne, ein bisschen rumgelaufen sind, da in meinem Gebiet, aber das war es dann irgendwie auch nicht so ganz. Also von daher. Oh mein Gott, bleib bitte da. Oh, hä? Egal, ich kann es trotzdem abballern. Beth. War ganz schön knapp. Aha. Und schon komme ich hier durch. Schön. So, dann mal hier runter. Kommt das Ding nämlich. Achso. Ich dachte, kommt das Ding angefahren. Gut, dann doch nicht. Aber brauche ich auch gar nicht. Wusch, wusch, wusch. Do you open the door? Aha. Abkürzung? Fragezeichen? Abkürzung, Ausrufezeichen. Alles klar. Dann. Hey, Moment. Sehe ich die gleiche Gerätschaft? Nee, doch nicht. Zweimal Stecherlink gespielt. Weiß zwar nicht, ach so. Ich wollte sagen, nicht genau, was du jetzt machst. Na, das ist ja. Ach so! Gerade gesehen. Ist da oben ein paar nette. Boah, Alter, ey. Nette Dinger zum Abballern sind. Das funktioniert bei meiner wunderbaren
zielgenauen Steuerung hier am Schreibtisch natürlich wieder wunderbar. So, ich schließe schneller als mein Schatten. Bäm! Das ist einfach schlecht, was ich hier mache. Egal! Ja, komm, du bist mir jetzt egal. Hey, du bist mir nicht egal. Ich hasse dich. Oh, der war cool. So, jetzt kannst du mich mal. Oh. Okay, dann so. Ist auch in Ordnung. Oh, was habt ihr jetzt irgendwas gemacht hier gerade? Tür ist nicht offen. Natürlich, am Anfang ist auch noch einer. Ja, genau. Ach, komm on, Spiel, ey. Ich würde gerne in dem Part noch das erste Drive-Wars sein. Das wäre echt super. Oh mein Gott. Die Frames. Das spackt jeden Moment ab. Bitte lass mich das Ding vorher noch treffen. Ja, okay. Interessante Sicht. Chippenbippen, so, also die Frage, ob ich das Ding mitnehmen soll. Ich mach's aus Sicherheitsgründen mal. Ich lasse es schon mal umlenken. Und guck mal. Ne, brauche ich alles gar nicht, oder? Doch. Oder? Hä? Was war das denn für... Alter, die Störung gerade da, die hat komplett einen Abflug gemacht. Ach so, das ist nur, damit ich's... Ach so, okay, ich hab's verstanden. Ich habe es verstanden. So, dann muss ich mal gucken. Ich habe aber immer noch kein Dings erhalten, ne? Das macht mich auch ein bisschen stutzig, muss ich ehrlich sagen. Kein Schlüssel. Das heißt, ich muss jetzt rein theoretisch den da ranbringen. Müsste oder könnte funktionieren. Obwohl, ich kann auch unten wieder einen ransetzen, ne? Einen anderen. Kann ich gar nicht. Obwohl doch, ich kann den austauschen. War ich da schon? Achso, das ist der Anfangsraum noch. Guck mal, hier zum Beispiel kann ich jetzt so hin. Ah, guck mal, da ist auch die Truhe. Na, ist doch ideal. Da muss ich mir jetzt ja fast gar keine Sorgen mehr machen. Ist die Frage, ob ich noch irgendwas ändern will. Nee, ich lasse es einfach. Ich lasse es einfach so. Ich kann damit schon ganz gut leben. Gerade. Ich finde das schön, dass diese Schieberätsel. Also, die macht Spaß. Muss man ein bisschen gucken, ne? Wie macht man das am besten? Ah, schön, dass man hier die Rätsel nicht doppelt und dreifach lösen muss, sondern das einmal reicht und man dann einfach hier nochmal raus kann. Finde ich zur Abwechslung auch mal ganz angenehm. So, jetzt müsste ich ja wieder hier sein, genau. Und dann müsste ich gleich danach nochmal in den alten Raum kommen, ne? Oder? Kommen wir jetzt in den alten Raum oder schon in den neuen? Ich bin mir selber nicht mehr sicher. Oh mein Gott, schon in einem neuen. Jawohl, das ist nämlich das. Warte mal. Ja, das ist das Ultra-Mega-Suchti-Gebiet, was ich mal angesprochen habe. Ich weiß nicht, warum ich so genannt habe, aber irgendwie hatte ich so dieses Gebiet noch im Kopf, habe mich dann gewundert im Tempel. Das gibt's ja gar nicht. Habe ich mir das nur eingebildet? Bin ich wieder völlig zivil, Mann. Aber scheinbar doch nicht. Ist schön. Ich habe eigentlich gerollt. Dankeschön. So, mal kurz umgucken. Hallo? Bäm. Nicht viel los hier. Wow, Bomben. Ich bin begeistert. Wow. Das wird echt immer größer. Okay, wir haben zwar... Ja, ist ja nicht so schlimm. Wir haben in dem Part noch keinen Triforce erhalten, aber das ist eigentlich... Ach so. Eigentlich gar nicht so schlimm, weil, wir wenigstens schon mal eine ganze Menge andere Räume abgegrast, abgefrühstückt haben und gecleared haben. Das ist ja gar nicht so schlimm, ne? Dann müssen wir halt später nur noch umstrukturieren einfach und dann uns die Welt zurechtschieben. Habe ich das richtig verstanden, dass man das absolut nichts gebracht hat, würde ich sagen. Danke, dass ihr hier noch eine kleine Grabstelle versteckt habt. Ach du Scheiße.
Wer sagt mir. Achso, Gott. Dachte ich, muss ich sie doch irgendwie blöd rumrätseln mit Türen und sowas. Oh oh, da steht mein bester Freund Klingenbart. Nee. Klingenbart war bei Rayman Revolution. Was ich schon zweimal durchgespielt habe für euch. Schön. Einmal ohne Leben. Zu finden in meiner Livestream-Playlist. Livestream-Aufzeichnungs-Playlist-Gedöns. Ja, könnt ihr euch alles ansehen. Alles von mir gibt's doch auf YouTube. So. Ach, das ist gar nicht Klingenbart. Sah gerade aus wie dieser eine. Das war ja sowieso St. Galeone, ne? Ich bin völlig blöd. Ah, der sah irgendwie aus. Wie? Ach, fuck. Aua! Wieder eine Typ da, Mann. Jetzt lass mich doch mal treffen. Alter. Boah, Alter. Okay. Dann lasse ich einmal da eine Bombe reinwerfen, um meine, glaube ich, wahrscheinlich kleine Abkürzung zu schaffen. Wäre ärgerlich, wenn ich das jetzt nicht... Oder vielleicht doch nicht. Wäre ärgerlich, wenn ich das nicht mache, ne? Weil... Woo! Bam! Hä? Was hast du jetzt gebracht? Einfach gar nichts. Ich glaube, ich muss einfach Knöpfe aktivieren genug. Ja, genau. Ich glaube, das hat der Spaß hier. Also, wenn ich ein bisschen Bowling spielen, mal gucken. Mache ich es first try. Ja, ich bin nämlich der geilste Ficker dieser Welt, ja? So einfach ist es. So einfach ist es. So, dann drücke ich noch schnell den Knopf und dann verabschiede ich mich immer für den Part. Piu! Ja. Gut, dann sage ich an dieser Stelle einfach mal, vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, es gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge, das gab es doch wieder, wenn wir dann den Tempel weitermachen und wir haben ja quasi, wir haben schon vier von, wir haben die Hälfte der Räume schon erkundet. Nein, mehr als die Hälfte. 5/8 gekürzt. Kann man nicht kürzen. Egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.